Wir sind gleich da, Moment. Hello, Cuddy Crew! Willkommen zu einem wunderbaren neuen Video mit Tessie! Ich bin Tami. Und ich bin Cassie. Willkommen zu unserer zweiten Talkrunde, in der ihr alle Fragen stellen könnt, die euch auf dem Herzen liegen. Und wir beantworten sie euch als Freundinnen, als ältere Schwestern. Es kamen wieder sehr viele, vor allem intime Fragen zusammen, aber wir sind da, um sie euch zu beantworten. Vorher aber erstmal eine Frage, die ihr uns gestellt hattet, von Christian Baron. Was ist dein Lieblingsessen als Veganerin? Ich habe nicht nur eins, also ich liebe es zu essen. Ich esse alles mega gerne, wo Kartoffeln drin sind, Champignons und asiatisches Essen. Im Asiatischen ist mega viel mit Reis und mit Curry, alles vegan, also von allein schon, deswegen asiatisch. Was ist dein Lieblingsessen? Früher waren es auf jeden Fall Schinkenomelette, also Schinken mit Pfannkuchen. Geil. Und da ich ja jetzt kein Schinken mehr esse, habe ich hier etwas und zwar Pommes! Vielen Dank wieder an den Food-Sponsor unseres Videos, wie auch das letzte Mal von L'Oriental in Oberkirch. Schaut in der Infobox vorbei, falls ihr irgendwo aus der Nähe kommt. Und das lassen wir jetzt schmecken und beantworten eure Fragen. Also viel Spaß dabei. Los geht's! So, die erste Frage. Bin in letzter Zeit ziemlich anstrengend, glaub wegen meinem Teenie-Alter und so. Habt ihr Tipps? Girl, we feel you. Ich bin aus dem Teenie-Alter schon längst raus. Ich habe das Gefühl, fast täglich, okay? Ich auch. Also, ich bin immer noch anstrengend. Beziehungsweise, ich habe das Gefühl, hauptsächlich, wenn ich nicht genug geschlafen habe, nicht genug gegessen habe oder meine Periode habe, dann bin ich sehr anstrengend, glaube ich. Ja, Essen ist das Hauptthema. Ja. Wenn ich nichts gegessen habe, dann werde ich hangry. Deswegen essen wir hier gerade was. Ich glaube, der erste Schritt und das Gute daran ist schon mal, dass du erkennst, dass du anstrengend bist. Ich glaube, das Schlimme ist, wenn man es nicht bemerkt, aber alle anderen sagen, du bist so anstrengend. Und man sich selbst denkt, nee, ich bin doch voll normal. Also schon mal gut, dass du das einsiehst. Und dann denke ich mir, wenn das zu Problemen in so Kontakten führt mit den Eltern oder einem Freund oder so, dann würde ich es einfach sagen, also das mache ich aber Raffi immer noch, ich meine Periode kriege, dann sage ich, ey, Schatz, es tut mir leid. Ich fühle mich gerade nicht wie ich selbst. Ich bin hormongesteuert. Bin halt ein bisschen crazy gerade drauf. Also gib mir vielleicht die Zeit, die ich brauche, um zu entspannen. Oder lass mich in Ruhe. Oder sei ein bisschen sensibler mit mir, weil ich gerade sensibel bin. Das stimmt. Also es ist okay, wenn man anstrengend ist. Als Frau darf man das, macht immer eine Ausrede. Immer die gleiche halt, ne? Masturbiert ihr, wenn ja, wie oft? Ja, nach Bedarf. Ist es schlimm, Pornos zu schauen? Nein, jeder soll das machen, was er will und was er gut findet und braucht. Ich persönlich brauch's nicht. Nur vielleicht nicht zu jung anfangen. Das ist das Einzige, was ich mir noch denke. Also wenn du 11 oder 12 bist, dann ist es wahrscheinlich noch zu früh, um sowas zu gucken. Weil ich glaube, da werden auch ganz falsche Bilder vermittelt, wie das abläuft eigentlich. Meiner Meinung nach. Nächste Frage. Wie steht ihr zu Hashtag Love is Love? Also, um mal kurz noch zu erläutern, was das ist. Hier die Bedeutung, Liebe ist Liebe, egal ob du lesbisch, schwul, bisexuell, trans, inter, quer oder hetero bist. Und wie stehst du dazu? Jeder das, was er mag. Also, hab keine Probleme mit irgendwas. Also, ich selber bin auch hetero, also ich stehe auf Männer. Aber mir ist es sowas von egal, ob andere Leute auf Frauen stehen, ob sie bi sind oder irgendeine sexuelle andere Orientierung mal haben als ich. Mm. Außer es sei Kinder oder Tiere, da bin ich offensichtlich dagegen. Aber alles, was so zwischenmenschlich passiert, soll doch jeder machen, was er will. Aber es gibt echt noch viele Leute, die sagen so, ah, schwul sein, das geht nicht, das ist eklig oder so und ich kann das nicht nachvollziehen. Ich denke mir immer, es beeinflusst uns ja nicht. Also keinen von uns, wen der andere liebt oder wen er knutscht oder mit wem er kuschelt, ist doch völlig egal. Lass jeden sein, wen er will. Genau. Und vor allem, was hat das mit der Persönlichkeit des anderen zu tun? Also warum sollte ich nicht mit der anderen Person sozusagen mich verstehen können, nur weil er schwul ist? Oder was hat es mich zu interessieren, was er mag und was er nicht mag? Weil ich möchte ja auch, dass man mir gegenüber tolerant ist und dass man das akzeptiert, was ich mag und was ich mache. Und dann kann ich das ja im Prinzip auch nur so weitergeben an andere und kann nicht sagen, okay, hey, nee, das geht gar nicht oder so, weil ich finde, das gehört sich einfach nicht. Wenn du verliebt bist in eine Frau, in einen Mann, in beides, dann ist es deine Sache und dann ist es gut so. Ja. Ups. Mit wie vielen Jahren bist du ausgezogen? Mit 25. Wolltest du nicht früher raus? Doch, eigentlich schon, aber dann kam ja leider was Gesundheitliches dazwischen. Ich bin vor meinem Au-pair-Jahr ausgezogen, also für das Jahr bin ich ausgezogen, da war ich 19, war ich ein Jahr lang weg, dann war ich wieder ein Jahr zu Hause bei meinen Eltern, bis mein duales Studium angefangen hat. Das heißt, ich bin richtig ausgezogen mit 20, 21, genau, da bin ich dann meine WGs gezogen und seitdem war ich nicht mehr zu Hause, also seitdem wohne ich selber alleine. Und weiter geht's direkt mit einer mega interessanten und sehr spannenden Frage. Könnte sich Tamara vorstellen, einen eigenen YouTube-Kanal zu erstellen? Ja.
Gibt es hier etwa News? Sag mal, hast du mein erstes Video etwa verpasst? Nein, ich war die Erste, die es angeschaut hat. Leute, in der Infobox ist Tamis YouTube-Kanal verlinkt. Juhu! Was gibt's für ein Video zu sehen? Ein DIY-Makramee-Untersetzer-Video. Das ist richtig cool geworden. Ich bin so neidisch drauf, weil mein erstes Video war so schlecht. Und Tami liefert direkt so ein geiles Video. Also schaut euch das unbedingt nach dem hier an und abonniert sie. Aber ich habe natürlich auch von der Besten gelernt. Also von dem her... Und schreibt ihr in die Kommentare, was sie noch mehr machen soll. Pusht sie ein bisschen, lasst ein Abo da. Es wird gut. Mehr Tassie-Content und mehr Tami-Content. Ja, und vielleicht bald noch mehr von uns zusammen. Woo! Ich freue mich auf jeden Fall mega. Wie sage ich meiner Mutter, dass ich es mir selbst machen will? Gar nicht. Darüber redest du nicht mit deiner Mutter. Nope. Das ist etwas sehr Privates und Intimes. Da muss man mit niemandem drüber reden. Weder mit der besten Freundin noch mit dem Partner. Meiner Meinung nach. Das macht man für sich mit sich. Da muss man nicht mit, vor allem nicht mit, ich weiß nicht, ob die Eltern das auch wissen wollen, ganz ehrlich. Ja. Mama, wenn du das Video schaust, tschüss. Auf Wiedersehen. Schalt wieder beim nächsten DIY ein. Was willst du zu deinem früheren Ich sagen? Mach's genauso, wie du denkst. Mach's genauso nochmal. Ich hatte früher voll viele Zweifel, ob das das Richtige ist, was ich gerade mache. Zum Beispiel ich war auf dem Gymnasium und ich habe so schlechte Noten gehabt. Es war halt cool, da schlechte Noten zu schreiben. Ich war vorne mit dabei, jetzt schreibe ich schlechte Noten. Dumm. Aber ich habe es halt gemacht. Und hatte dann so schlechte Noten, dass ich quasi die Wahl hatte, bleibe ich sitzen, wiederhole die Klasse oder gehe ich auf die Realschule runter. Dann wollte ich unbedingt auf die Realschule, weil da auch meine Freundin war. Und meine Eltern meinen so, nein, mach das nicht, bleib auf dem Gymnasium, das ist wichtig, bla bla bla. Und ich wollte das aber. Und ich habe so einen Struggle da gehabt und mit mir selber geführt, ob ich das Richtige mache, weil meine Eltern waren dagegen und so und hab's dann trotzdem gemacht. Im Nachhinein war das die beste Entscheidung ever und was bei vielen anderen Sachen auch, wo ich mir halt in dem Moment unsicher war und im Nachhinein denke, oh, zum Glück habe ich das gemacht und deswegen einfach so, tust, du kommst jetzt, wenn ich gewusst hätte, ich komme jetzt hier raus, wo ich jetzt gerade bin, hätte ich das viel einfacher fällen können, so Entscheidungen. Das stimmt. Also vertrau auf dich. Ja, eine gute Überleitung, weil ich würde zu mir selbst sagen, sei mutiger und sei selbstbewusster in vielen Dingen. Ja. Einfach, weil ich mir früher viel zu viel Gedanken darüber gemacht habe und viel zu viel mich selber runtergemacht habe. So, du kannst es nicht oder oh, wie schön wäre es, wenn du es auch können würdest und so weiter. Aber es war einfach alles nur in meinem Kopf und ich konnte die ganzen Dinge jetzt so im Nachhinein betrachtet. Und daher würde ich sagen, hey, sei ein bisschen selbstbewusster, sei mutiger, mach das, was du machen möchtest und was du für richtig hältst und vielleicht nicht das, was jeder von dir erwartet. Das ist voll schön gesagt. Ja. Oh. Wenn man nicht immer so im Kampf mit sich selber ist und sich selber für was runtermacht, was eigentlich gar nicht real ist, dann ja. Also sei mutig, sei selbstbewusst und du bist gut, so wie du bist. Ja. Das würde ich sagen. Oder wir. Ja. Das sagen wir auch an euch übrigens. Auf jeden Fall. Wenn ihr einen Streit mit jemand habt, was macht ihr dann? Ignorieren, sofort ansprechen oder abwarten? Oh, ich glaube, ignorieren ist auf jeden Fall der falsche Ansatz. Immer. Abwarten oder sofort ansprechen kommt, glaube ich, auf die Situation drauf an. Ich bin ein extremer Dickkopf. Was? Sowas aber auch. Daher, ich glaube, es ist manchmal nicht schlecht, wenn man sagt, okay, man fährt mal kurz runter, wartet eine gewisse Zeit ab und dann setzt man sich nochmal zusammen und spricht darüber, weil dann kann man das Ganze vielleicht auch ein bisschen mehr von außen betrachten und ja. Ja, so. Je nachdem, mit wem man streitet, ist ja auch manchmal so, dass man einen Streit hat und dann wartet man ab, man geht auseinander und wenn man sich das nächste Mal wieder sieht, dann ist alles wieder okay und es gibt gar keinen Streit mehr. Ansonsten ja immer erstmal kurz raus aus der Situation. Durchatmen, klaren Kopf kriegen und dann aber bin ich immer für ansprechen. Man kann ja auch hingehen und sagen, hier, Peter, ich bin immer noch stinksauer auf dich, aber ich möchte es jetzt mit dir klären. Dann kommt man ja auch hin und entschuldigt sich nicht, aber man fügt die Situation zusammen, dass man drüber redet und es klärt. Man muss ja nicht immer entschuldigen direkt, wenn man denkt, man hat auch recht. Aber immer ansprechen, weil alle Streits, die ich ignoriert habe, die sind immer schlimmer geendet. Also da sind Freundschaften zum Teil auch kaputt gegangen oder halt Streits eskaliert in Dimensionen, wo man sich denkt, so, warum haben wir eigentlich gestritten? Ignorieren ist immer der falsche Weg. Wie steht ihr zu einer Fernbeziehung? Haben wir beide gute Erfahrungen damit gemacht. Ja. Also ich habe eine Fernbeziehung, wo ich in den USA war und Raphael in Deutschland. Das war ein Jahr lang komplett nicht gesehen. Und danach in meinem Studium auch nochmal als Fernbeziehung, dass wir quasi uns nur am Wochenende gesehen haben, weil ich 2 Stunden von ihm entfernt gewohnt habe. Mein Freund war auch studieren. Und ist auch so 2-2,5 Stunden von mir entfernt. Und haben wir auch ganz gut gemeistert. Also
in Anführungsstrichen Vorteile, weil man lernt da wieder zu schätzen, wenn man sich dann im Prinzip nur noch am Wochenende zum Beispiel sieht oder vielleicht nur noch alle 2 Wochen, dass man die Zeit einfach viel intensiver und nicht viel persönlicher, aber besser nutzt einfach. Ja, Quality Time. Wenn man halt dann auch sich so richtig darauf freut, so am Wochenende sehe ich die Person wieder und dann ist sowas mega Besonderes. Und es stärkt natürlich auch, wenn man sowas dann übersteht. Das Einzige, was ich sagen muss, ich könnte es mir nicht vorstellen auf Dauer, wenn es für immer erstmal so wäre. Aber ich wusste halt, okay, ein Jahr lang hardcore, aber danach sehen wir uns wieder. Oder im Studium, mein Studium dauert 3 Jahre. 3 Jahre hört sich auch lang an, aber wenn man sich jedes Wochenende sehen kann oder jedes zweite, dann geht es auch. Also ich brauch so ein Ende in sich, dass ich sage, so okay, eine nach zeitliche der Zeit, Begrenzung genau. einfach. Und nicht so, Open End ist hart. Das stelle ich mir hart vor. Aber es geht und es kann voll gut laufen. Ich glaube, anfangs ist es immer schwierig, weil man muss sich umstellen, man muss sich auf was Neues einstellen und das ist dann nicht einfach zu sagen, okay, ich kann die Person jetzt halt nicht mehr jeden Tag sehen. Aber wenn man dann im Prinzip sich einmal daran gewöhnt hat, dann wird es ja für einen normal und dann funktioniert das Ganze auch so. Muss halt die Person auch wert sein. Da merkt man vielleicht auch, ob es überhaupt der richtige Partner ist oder nicht. Und man warten will so lange oder so viel reisen auch. Raffi war ja in Stuttgart auch für sein Studium und da bin ich jedes zweite Wochenende nach Stuttgart gefahren. Ich wäre sonst nie in Stuttgart gewesen, weil ich einfach die Stadt, also da hab da nichts vor. Und dann war es auch so ein Highlight, so, guck mal, eine neue Stadt kennenlernen, neue Wohnung, neue Umgebung, sein Leben dort, weil er hat ja auch ein neues Leben da geführt als Student. Also es hat mega viele guten Seiten, aber man muss es halt zusammen wollen. Go! Eins oder zwei? Eins. Eins, okay. Sind deine Eltern zufrieden, dass du einen türkischen Freund hast? Oh mein Gott. Um die Frage allgemein zu beantworten, sie haben nichts gegen ihn. Aber ich glaube, das ist nicht die richtige Art und Weise, so eine Frage zu beantworten, weil ich glaube, es geht weder darum, welche Herkunft die Person hat, noch darum, was für eine Religion die Person hat oder welchen Hintergrund, welchen kulturellen, noch Hautfarbe, noch sonst irgendwas, sondern es geht einfach letztendlich darum, sind deine Eltern damit mit dem Partner, den du gewählt hast, zufrieden vom Ding her? Und von der Person an sich und wie er dich behandelt. Genau, ich wollte gerade sagen, wenn er dich gut behandelt, wenn ihr zusammen ein super Team bildet und super euch versteht und miteinander könnt, dann spielt doch alles andere einfach keine Rolle. So muss man eben offener werden, toleranter werden, dass solche Fragen gar nicht mehr so gestellt werden, sondern eben, ist er ein guter Mensch? Ist er gut zu dir? Ja. So höflich? Bist du vorkommen? Gut zu ihm? Genau. Ja, auch andersrum natürlich. Ja. Genau, nicht, oh, wo kommt er denn her? Was für eine Sprache spricht er? Was für eine Religion? Das ist doch alles zweitrangig. Solange man als Mensch gut ist. Ja. Würdet ihr euch trauen, zu zweit Bungee-Jumping zu machen? Ja! Würdest du? Ja. Ach, Tammy ist ein bisschen adrenalinfreudiger als ich, glaube ich. Aber ja, ich würde. Ich nicht. Also ich kann mir wenig Schlimmeres vorstellen als einen Bungee-Sprung. Wenn ich da oben stehe und dieser Boden ist noch so nah vor dir, du siehst noch alles so genau und dann springst du, darunter alles in dir sagt, tu es nicht, du wirst sterben. Und dann machst du es, nee. Ich glaube, in dem Moment, wenn ich da oben stehen würde, wird mir auch das Herz aus meiner Brust springen, weil ich so viel Angst hätte. Aber ich glaube, danach ist einfach, ja, wie nach jedem Adrenalinstoß, einfach so ein befreiendes und krasses Gefühl. Danach sicher, aber danach, davor, das wird sich nicht ausgleichen, diese Angst, die ich davor habe und die Freude danach, das wäre einfach, nee. Ich bin aus dem Flugzeug gesprungen, ich habe Tandemflug so gemacht und das war auch schon so krass, aber da ist... kann ich nicht miteinander vergleichen, weil das war so weit oben, dass die Welt, man hat die Welt, das war schon, ich habe quasi schon gesehen, dass sie rund ist, weil es so weit oben war. Es war so Miniatur, ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es der Boden unter mir ist, dass ich das nicht realisiert habe. Und das will ich nächstes Jahr, das wollen wir nächstes Jahr. Ich würde es mich auch gerne machen. Zusammen machen. Aber Bungee Jumping never, never, ever, ever. Nicht für 1 Million Euro. Never, ever. Weißt du was? Vielleicht können wir einen Vlog darüber drehen, wenn wir zusammen aus dem Flugzeug springen. Oh okay. Yeah. Abgemacht? Juhu. Was sind die Grundkriterien einer so guten Freundschaft? Und Freundin? Ich glaube, Vertrauen, Akzeptanz und Toleranz. Und Glück, weil wir haben einfach das Glück, dass wir uns gefunden haben oder auch mit unserer Mädels-Clique, dass wir alle so perfekt matchen. Weil ich glaube, so Leute zu treffen, die findest du nicht überall. Man kann nicht mit jedem richtig gut befreundet sein. Manche Leute sind einfach nur da, um dich eine Zeit lang auf deinem Weg zu begleiten als Bekannte, manche als Freunde, gute Freunde. Aber dass man so eine Freundschaft hat wie wir, als beste Freundinnen, das ist, glaube ich, sehr selten. Ich kenne niemanden außer euch vier, die das werden könnten. Never ever. Es gehört auch Glück dazu, dass man die richtige Person trifft, die mit so auf einer Wellenlänge ist. Ich wollte gerade sagen, unser Freundschaftsband ist schon ziemlich, ziemlich dick. Oder hat Tamara eine gute Antwort? Habt ihr schon mal eine Lehrerin angelogen? Erzähl doch mal, Tamara. Na klar. Und zwar, ich weiß nicht mehr, in welcher Klassenstufe das war. Auf jeden Fall hatten wir so eine Mathearbeit vor der Prüfung, glaube ich.
Und unsere Lehrerin ist hingegangen und hat diese Matheprüfung einer anderen Realschule zur Verfügung gestellt. Die Schüler von dieser anderen Realschule... Die war halt wo ganz anders, die ja. Schule. Also eine Stunde oder zwei von uns entfernt oder sowas. Oder also noch wir kannten die auch nicht. Also ja. Nicht hier aus der Umgebung. Die haben uns damals, glaube ich, auf Schüler-VZ war es noch, angeschrieben und haben gesagt, hey, wir haben hier eine Mathearbeit von euch, wollt ihr die haben? Natürlich sagt man da nicht nein. Ich glaube, einen Abend davor, kurz vor 10 oder so, haben wir die dann gekriegt, haben die durchgesprochen und haben die bearbeitet. Und natürlich ist das Ganze aufgefallen, weil... Wobei, ich weiß nicht, warum, dass sie mich damals gefragt hat, kann es sein, dass du so eine gute Note hast? Und alle ganzen anderen Noten wahrscheinlich Vierer waren und plötzlich hat jeder eine Eins gehabt. Nein. Ich habe Mathe, glaube ich, keine. Ich habe Mathe-Nachhilfe bekommen, okay. Ja, aber es war halt unsere Clique. Nur wir. Alle von uns hatten so gute Noten, halt irgendwas 1, irgendwas. Und es war halt schon auffällig, so woher können die jetzt auf einmal so gut Mathe? Sie hat nur mich gefragt, ob ich die Arbeit vorher hatte. Nein, natürlich nicht. Da habe ich sie belogen, aber kam natürlich am Ende raus. Es kam raus, aber weil wir die Wahrheit gesagt haben am Ende, nachdem sie uns geschaut hat, haben wir dann keine, ich glaube, wir haben nur eine Note schlechter bekommen oder sowas. Also wir haben keine 6 bekommen oder so. Nee, unsere Arbeit, weil es war ja auch ihr Fehler, sie hat die Arbeit ja rausgegeben. Ach, mit unserem Schulnamen, mit unserer Klassenstufe und darum wurde die Arbeit von uns nur zur Hälfte gewertet. Und sie hat gesagt, du bist dumm, warum hast du eine gute Note? Nee, ganz ehrlich. Aber ich frage mich bis heute, warum das sie genau zu mir kommt und sagt, das kann nicht sein, dass du so eine gute Note schreibst. Warum? Das fragst du dich jetzt mal selber. Vielleicht hat sie aber schon gewusst, dass unsere ganze Clique da drin steckt und sie dachte, Tammy ist die am ehesten die Wahrheit sagt. Vielleicht so positiv. die kriege ich, die hat keine so harte Lust, die sagt mir jetzt die Wahrheit. Ja. Was kann man machen, wenn man sich unwohl fühlt, wenn man über seine Periode redet? Also im Essen-Video, was wir zusammen gedreht haben, haben wir ja gesagt, komm Leute, redet einfach offen darüber. Es muss einem nicht unangenehm sein. Das ist was ganz Natürliches und so. Und deswegen fand ich die Frage jetzt aber sehr interessant, weil auch wenn man das weiß, kann es ja trotzdem Leute geben, die sagen, trotzdem ist es mir unangenehm, darüber zu reden, was auch okay ist. Ich denke mir nur, warum ist es dir unangenehm? Und dann denke ich mir, wahrscheinlich, weil du dich nicht der richtigen Person quasi anvertraut hast, also oder nicht mit der richtigen Person drüber redest. Tammy kann ich über alles reden, die weiß alles von meiner Periode oder sonst was. Also ich kann alles komplett offen sagen, weil ich mich wohlfühle. Ich könnte jetzt nicht so offen mit meiner Cousine reden, die ich nur alle, ja, einmal sehe oder so. Man muss ja auch nicht mit jedem drüber reden, auch wenn die im Freundeskreis alle da drüber sprechen. Heißt ja nicht, dass man selber sagt, ah, ich muss jetzt auch meinen Senf dazugeben oder wird irgendwas gefragt, da muss man auch nicht drauf antworten. Ich denke, es ist wichtig zu reden, um zu schauen, dass man halt es nicht mit sich ausmacht, falls es irgendwas gäbe, wo Redebedarf wäre. Dann vielleicht red nur mit deiner Mom drüber, nur mit deiner Freundin, nur mit deiner Schwester und schau, mit wem du dich wohlfühlst. Und ich denke, dann soll es eigentlich kein Problem sein. Denke ich auch. Je nachdem, wem du vertraust, die kann mir vielleicht auch helfen, mir Tipps geben, dann eben, ich glaube, mit jedem x-beliebigen würde ich da jetzt auch nicht drüber reden, wird dir auch komisch kommen, wenn du auf einmal jeden da drauf ansprichst und sagst, hey, wie war das, obwohl ihr euch noch einmal im Jahr seht oder so, aber eben die Person, zu der du Vertrauen hast. Mit der du dich nicht unwohl fühlst, über intime Fragen zu reden. Genau. Das muss eben nicht jeder sein. Erzähl mal, wie ihr euch als kleines Kind euer heutiges Leben vorgestellt habt. Oh yeah. Also, damals... Sorry. Ups. Kleinen Schluss noch stecken, nicht, dass die Batterie leer geht. Damals hatte ich gedacht, dass man mit Mitte 20 erwachsen ist, Kinder hat, verheiratet ist. So wie meine Mutter das auch im Prinzip war. Mit, keine Ahnung, mit 25... Excuse me. Mit 25, 26 ihr erstes Kind, verheiratet und so. Das dachte ich damals auch. Ich dachte damals immer, oh, man ist richtig erwachsen und macht nur noch so die erwachsenen Dinge. Genau, ich dachte, da habe ich mein Leben unter Kontrolle. Ja. Ich weiß genau, was ich tue. Ich bin mitten im Leben. Mit dem Leben stand nur dabei. Ja, genau. Ich dachte einfach, ich weiß, was ich tue. Ich frage mich das immer noch. Was mache ich eigentlich? Resümee, wir sind beide 27, 28, nicht verheiratet, haben keine Kinder, haben auch kein Haus. Sind nicht erwachsen? Nein, also ich glaube, wir haben es halt so gedacht, weil unsere Eltern das so gemacht haben. Das war so für die halt der richtige Weg. Und jetzt sitzen wir hier mit 28 im Auto, drehen YouTube-Videos, also Sachen, die wir uns damals gar nicht wussten, dass es überhaupt YouTube gibt. Also es ist komplett anders verlaufen, das Leben. Aber ich bin sehr froh drum. Ich liebe es, wie alles gelaufen ist. Aber ich glaube, diese Frage... Habe ich es geschafft? Bin ich endlich angekommen? Dieser Moment wird nie passieren. Also die wird man sich immer stellen. Genau, und das ist auch gut, weil man will ja sich immer weiterentwickeln, was Neues. Und ich glaube, wenn irgendwann die Phase mit Kindern oder so anfängt, dann denkt man sich auch so, was mache ich eigentlich? Ich weiß nicht, wie das geht, wie haben das andere geschafft? Ja. Also man wird immer in diesem konstanten Struggle sein. Wann wart ihr das erste Mal beim Frauenarzt?
Ich war mit 15. Ich glaube, ich auch. Sorry. Ein Rülpser zum Abschluss. Es wäre kein Tessie-Video, wenn das in einem Eimer passieren würde. Das waren alle eure sehr intimen und privaten Fragen, aber es hat wieder mega viel Spaß gemacht, die zu beantworten. Ja. Wir hoffen sehr, dass es hilfreich für euch war. Falls wir euch irgendwie Tipps geben konnten, Mut machen konnten, irgendwas, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben für das Video da. Das hilft uns nämlich weiter und einen Kommentar, wie ihr es fandet. Ja, und falls ihr noch weitere Fragen habt natürlich auch. In die Infobox oder beim nächsten Mal dabei sein auf Instagram. Da stellen wir wieder den Fragesticker für Tessie Talk Nummer 3. Die Links dazu findet ihr in der Infobox. Kali Cassie, Mara's View. Und was finden Sie auch dort? Mein YouTube-Channel. Also folgt fleißig, abonniert, kommentiert. Pusht damit in den Kommentaren, motiviert sie. Und dann sehen wir uns in unserem nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut, Leute. Bleibt gesund.